Oh, die Tränke sehen anders aus. Und ich glaube, mit 5 Tränken kann ich auch deutlich mehr erreichen. Das ist natürlich immer blöd, wenn ich die ganzen Sachen immer wieder verliere, die ich hätte mitnehmen können. Ich habe aber echt gedacht, dass es besser aussieht. Aber ab so einem gewissen Punkt wird es halt einfach richtig eklig. 2 Magieschaden ist besser als kein Magieschaden. Ja, bin ich ganz allein drauf gekommen. Ein One-Hit-Wonder. So, hier können wir dann das erste Mal... Dorf. Ach ja, Spinnen wollte ich eigentlich gar nicht mehr machen, fällt mir gerade ein, weil die so widerlich sind hier. Regeneration und... Nehmen wir ein bisschen Regeneration mit. So, 2 Tränke mehr gleich. Errungenschaft freigeschaltet um die ganze Welt. Keine Ahnung wofür. Oder ich packe die Spinnen ziemlich am Anfang hin, dann ist es noch nicht ganz so tragisch, wenn man gegen die kämpfen muss. Am Anfang hält sich es noch in Grenzen. Aber ich weiß jetzt auch, dass ich in dem Bereich hier nicht Probleme mit dem Leech habe. Also, dass es egal ist, was ich da rundherum packe, das habe ich jetzt aus anderen Gründen halt dahin gepackt. Noch ein Dorf. Das bauen wir mal dahin. Gut, Banditen. Die machen mir bloß meine Ausrüstung kaputt. Das finde ich echt beschissen. Deshalb dürft ihr weg. Ich muss sagen, das ist mit einer der schlimmsten Sachen, die man von denen kriegt. Dieses, dieses, ich mache deine Ausrüstung einfach mal kaputt. Ach ja, die Ghule haben jetzt wieder Fähigkeiten. Du bist so widerlich. Einfach mal deine Freunde fressen. Ich hab schon erst einen Trank gebraucht. Aber es werden auch langsam werden auch weniger. Konter. Ich bleib mal bei der Regeneration. Ein Vampirdorf kann man machen. Mehr ist nicht so gut. Mach doch erstmal den Vampir fertig. Ja, okay. Na, fangen wir einfach mal an. So, wenigstens ein bisschen was. Und eine Quest für uns. Okay, ein Schleim ist okay als Quest. Ach, das ist auch gut. Wenn das können nämlich so keine Ghule werden, die Quest werden. Weil ich ja das danach kriege. Altes Gemälde. Erhöht Schaden gegen Boss um 4%. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Yay! Vergessen brauche ich noch nicht. Ach ja, oh Mist. Ich wollte gerade sagen, warum greife ich denn nicht an? Aber ja, in ihrer scheiß Spezialfähigkeit. Ich muss sagen, das ist das Schlimmste an den Spinnen, deshalb sollte ich die auch nicht mehr mitnehmen.
Wenn ich jetzt einen Nekromant hätte, wäre es vielleicht nicht so schlimm, aber das ist halt echt widerlich, diese Fähigkeit. Hm. 12% Angriffstempo, sage ich nicht nein. Yay! Okay, jetzt müssen wir noch die Ghule da besiegen. Diesmal bin ich halt nicht voll. Ich hätte gerne mal eine bessere Waffe. Fällt mir gerade so auf, das wäre vielleicht echt mal nicht schlecht. Ich bin jetzt schon im dritten Loop und ich habe eigentlich nur Mistsachen. Ja, mach den Vampir weg. Nicht aus. Oh Mist, der kann da drauf. Oh, sehr schön. Wie viel Ausweichen habe ich denn? 13%. Ich nehme den Vampirismus und das Angriffstempo und die mehr TP. Oh, die werden direkt gut geschrieben. Das ist praktisch. Lass doch, mach doch mal die da oben weg. Ja, genau. Weil die deine Angriffe abbrechen können, was nicht sehr schön ist. Oh, bessere Sachen? Oh, geht so. Nee, ja nicht. Aber dann habe ich endlich mal meine erste Fähigkeit. Nee, der Schaden hält sich tatsächlich in Grenzen. Da komme ich einigermaßen gegen mit der Regeneration. Noch so ein Vampirdorf wird mich jetzt auf jeden Fall killen. Ich muss halt echt nochmal aufpassen, dass ich es nicht übertreibe. 5% Chance, dass eine Truhe auf einem getöteten Gegner erscheint. Wie viel Verteidigung habe ich denn? 11, das wäre eins mehr an den Schaden. Ich nehme mal überlegene Masse. Hat sogar 2 ausgemacht. Okay, die bringen mich um. Werde ich gleich wunderbar. Oh, Mist. Man behält nie die Gegenstände. Okay, das machen wir gleich nochmal. Aber ich nehme ein anderes Deck. Und zwar nehme ich die Spinnen mal raus. Ich glaube, den Bluthain nehme ich auch mal raus. Das hier lassen wir alles allgemein mal. Oder kann ich nochmal bauen? Kann ich jetzt was bauen? Naja, das Archiv reicht nicht. Los. Oh, ist schon mal ein guter Anfang hier. 1, 2, 3, dann hier hin bitte. Oh, ein Dorf, sehr gut. Oh, machen wir da hin. Und hier machen wir ein Schlachtfeld hin. Ich will mal keine Blutklumpen entstehen lassen. Obwohl, so schlecht waren die gar nicht. So, ah, direkt die Quest erledigen, super. Noch ein Schleim als Quest. Auf dem Rückweg wird sich das auszahlen. Danke, aber nein, danke für diese Gegenstände. Ich brauche auf jeden Fall mehr Metall, das heißt, ich muss jetzt gucken, dass hier
erwarten wir mal noch. Genauso scheiße wie meine. Ich hätte gerne ein paar Kampfskills, wenn ich dann wieder Skills kriege. Das wäre ganz nett. Okay, ich könnte noch ein Dorf auf dem Weg erscheinen lassen. Vielleicht hier. Oh, ein Friedhof. Na, endlich mal was Gutes hier. Das kannten die... Oh ja, super. Super Waffe. Das hätte ich vorhin auch mal gebraucht. Eine Waffe, die ein bisschen mehr bringt, außer... nichts. Ich kriege irgendwie nur Schleim als Quest, was aber auch nicht schlecht ist. Oh, Quest erledigt. Ah, ein Soul Reaver. Den kann man immer gebrauchen. Aber ich bleibe aber meiner, weil da ist Angriffstempo und solche Sachen noch dabei. So, der gefällt mir. Da ist ein Vampir entstanden. Vampir, was rede ich denn? Ah, der muss auf jeden Fall weg. Ich brauche eine Vergessenskarte. Ich will nicht, dass der da rumläuft. Der macht mir meine Sachen kaputt. Alle für sich stören die mich nicht so, außer dass sie super ausweichen können, aber die Tatsache, dass sie eine Chance haben, deine Sachen kaputt zu machen, ist halt schon echt beschissen. Von vorn bis hinten. Brauche ich gar nicht gucken, die Waffe, die ich habe, ist garantiert besser. Okay, die ersten Metallstänkchen, die brauche ich auch. Oh, ist eine Mimik. Oh, mach so. Ich bräuchte einmal vergessen. Eigentlich bräuchte ich zweimal vergessen. Oh, eine Schatzkammer ist auch schon mal nicht schlecht. Ein Goblin-Lager wäre auch nicht so prickelnd. Aber ich brauche trotzdem die Vergessenskarten. Oh, toll. Verteidigung und Vampirismus. Verteidigung und Ausweichen. Erlesener Spiegel. 6% Chance, einen Blitz vom Sturmtempel oder einen magischen Angriff auf einen zufälligen Gegner umzulenken. Sturmtempel. Wird schon irgendwas Tolles sein. So, kriegt man jetzt neue Quests. Oh, ein Skelett. Ah, nee, das ist... Oh, no, oh. Wenn er mir den Gegenstand wenigstens nur wegnehmen würde und man ihn danach wiederkommt, aber das ja 5% Chance ist, alle 20 Angriffe geht ja halt ein Ausrüstungsgegenstand kaputt. Und stell mir vor, es ist eine Waffe und du hast gerade zufällig keine andere dabei, dann hast halt, oder wenn das später passiert, ist das schon uncool. Noch ein Hain.
Ja, die Ziele sind nicht schön, aber könnten schlimmere Ziele sein. Ach scheiße, habe ich Goblins erschaffen. Ah, eine Förster-Axt. Jedes Mal, wenn der Held stabile Zweige hält, hat er eine Chance, 10% weiter zu bekommen. Ah, das sind halt echt teilweise richtig tolle Sachen dabei. Immer. Ich muss halt echt gucken, dass ich die nicht verliere, immer. Okay. Hier noch ein Berg. Berg. Das Ding lassen wir mal offen. Ach Mist, hier wollte ich ja noch was hinbauen. Na egal. Ich mache die Sachen später voll, nach Möglichkeit. Verteidigung und Christentum. Magieschaden. Okay, ich kann den Schaden gebrauchen. Ja, noch ein Friedhof. Genau das, was wir brauchen. Mehr Gegner. Was kannst du so? Na. Oh, wenigstens nur ein Skelett. Läuft gar nicht schlecht. Ich hätte bloß gerne jetzt endlich mal vergessen. Ist schon widerlich, wenn die so viel aushalten. Ah, ist auch noch ein brüchiges Skelett entstanden. Ah, gut, ein Level-Up, endlich. Ja, ein bisschen mehr Chancen, Gegner zu stunnen, wäre nicht schlecht. Und überhaupt mal die Chance, jemanden zu stunnen. Das ist zwar nur eine Sekunde. Aber das macht sich auch bemerkbar. Die geben mir aber ordentlich grad. Hier, hau mal schneller zu. Ja, die hauen mich ziemlich gut zusammen. Gleich die Vampirschlösser mache ich erstmal nicht. Ach, noch zwei von denen. Wenn ich gegen die kämpfe, habe ich immer Angst, dass meine Ausrüstung kaputt geht. Ah, gut, vergessen. Ihr seid vergessen. Jetzt muss ich nur noch die Goblins da oben wieder loswerden. Und vielleicht noch einmal vergessen, als Sicherheit wäre nicht schlecht. Weil man erzeugt ja so schnell aus Versehen neue Goblins. Kann ich... Cool wäre, wenn ich noch einen Nekromanten hinter mir hätte. Der dann auch zusätzlich Monster spawnt. Für mich. Ui, das sind aber ganz schön viele. Der Vorteil ist gegenüber dem Nekromanten, ihr greift immer denselben Gegner. Ne, machen wir nicht, aber im Grunde greift ihr immer denselben Gegner an.
Okay. Hier. Ein Dorf braucht auch einen Friedhof. Oh, ich habe ihn gestunt. Ich habe ihn tot gestunt anscheinend. Ich hätte vielleicht die Goblins vergessen lassen sollen. Hör auf auszuweichen! Oh, diese Schweine! Oh, das ist so scheiße, wenn das immer wieder passiert. Okay, ich kann das Archiv bauen. Warte, was bringt das eigentlich, bevor ich es baue? Schalte die Fähigkeit frei, den Stapel goldene Karten hinzufügen. Jetzt kommt frei. Schalte die Karte Wüste und Sanddünen frei. Kann ich wenigstens mal ausprobieren. Ich gehe mal in die Richtung. Also gut, wir konnten folgendes Erfahrung bringen. Die Welt besteht während eines relativ kurzen Zeitraums aus Dunkelheit und Fragmenten deiner Erinnerung. Nichts ist stabil. Doch so ganz stimmt das nicht. Es gibt einige Schlüsselerinnerungen, die alles drastisch verändern. Indem wir deine Expeditionen protokollieren, fügen wir Teile des Bildes zusammen. Es wäre wesentlich leichter, wenn nicht alles so formlos wäre. Denk daran, Wissen ist unbezahlbar. Also vergiss nicht, es zu teilen. Wir entscheiden gemeinsam, wie wir es am besten nutzen. Okay, kann ich nicht... Enzyklopädie? Ah, ja. Ah, da sehe ich wenigstens, was alles noch... Wege... Ah, da sehe ich, was alles noch fehlt. Da fehlt aber noch etliches Wald. 1% Angriffstempo des Helden. Moment. Was sind das für Kugeln? Wie komme ich daran? Ein Versuch, besser zu werden, sich anzupassen und zu überleben. Ein ewiger Kampf um einen Platz auf Erden. Wie kriege ich das? Wie kriege ich das? Kann ich das irgendwo anschauen? Ressourcen? Kugel der Evolution. Durch das Besiegen von Gegnern des Typs Pflanze. Durch das Besiegen von Gegnern des Typs Lebendig. Lebendig. Uns fehlt nur noch eine Ressource. Ach du meine Fresse, da gibt es aber ein paar viele Sachen. Wüste. Oh, was ist das? Familiengruft. Plus 3 TP für jeden getöteten Gegner mit einer Seele. Beseitigt TP-Bonus von Rüstung. Gewährt ihr nach dem Tod des Helden eine Auferstehung. Okay, kann ich schon mal mitnehmen. Kostet das was? Nee. Wüste. Die Wüstenhitze versenkt alles in ihrem Weg. Nicht nur dich. Senkt die TP jeder Kreatur und... Okay. Was... Warte, ich will wissen, was die Dünen bringen. Die Vampire nehme ich mal raus. Ah, Mist, jetzt fehlt hier was. Okay, die Vampire nehmen wir wieder rein. Oder ne, ich nehme mal die Latte. Okay, ich nehme sie wieder rein. Oder ich nehme den Bluthain wieder rein. Kann man überall hinbauen. Ich baue es dahin. Die letzte Ruhestätte eines alten Familienmitglieds wahrscheinlich. Hier werden der Tod und die Lektion, die er lehrt, gewürdigt. Okay, eine Auferstehung ist vielleicht auch nicht schlecht, weil das hätte mir an einigen Stellen schon sehr viel geholfen. Okay, ich glaube, ich fange mal rechts an. 1, 2, 3, dahin. Einmal vergessen ist schon mal nicht schlecht für den Anfang. Halt, Wüste. Ach so, die Wüste ist... Ja.
Ich habe keine TP gekriegt. Wie genau funktioniert das? Ach so, die haben alle kein Schleim, haben keine Seele. Okay, das wird wahrscheinlich das Problem sein. So, da kann ich dann auf jeden Fall später, wenn dieses komische Vieh nochmal kommt, also dieser Boss, den haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Wenn der kommt, kann ich dann den Bluthain hinmachen, das könnte ein Vorteil für mich werden. Könnte aber auch ein Nachteil für mich werden, je nachdem. Auch noch diese komischen. Was ist denn Pflanzentyp? Das wäre mal gut zu wissen. Ein Blutgolem ist ja keine Pflanze. Oder doch? Ist ein Blutgolem Pflanzentyp? Ein Rapier mit Vampirismus. Kann man die Sachen auf. Kann man nicht. Kann ich die hier rüberziehen? Nee, geht auch nicht. Ah, das ist. Es ist echt blöd, warum. Nee. Ich glaube, die schmeiße ich wieder raus, weil damit kann ich. Obwohl, wartet mal, vielleicht bringt das ja irgendwas, wenn ich Wüsten zusammensetze. Okay, vielleicht auch nicht. Ich setze mal haufenweise Wüsten zusammen, vielleicht passiert ja irgendwas. So wie mit den Bergen. Ja, brüchiges Skelett. Ach so, natürlich, durch die Gruft kriege ich keine TP mehr, durch die Rüstung dazu. Stand ja da. Sollte man sich auch, man sollte auch beherzigen, was da steht, wenn es da steht. Könnte von Vorteil sein, glaube ich. Das heißt, ich kriege wirklich keine TP, also diese 85 TP kriege ich halt nicht dazu. Okay, noch ein Schleim als Gegner von mir aus. Krieg ich noch eine Schatzkammer von dir? Wäre ganz nett. Oh, endlich mal ein Ring. Ich habe noch keinen Ring bisher gehabt. Was kannst du so? Das muss ich auch keine Angst haben, dass wieder Probleme auftreten. Da ist ein einzelnes Skelett. Und wieder ein Steinchen. Da habe ich immer 0,6 Regeneration.
Gleich noch ein Stein. Oh, was ist das? Sanddünen. Senkt die TP jeder Kreatur um 1%. Und machen wir hier mal ein Schlachtfeld hin, in der Hoffnung, dass ich da, dass die Blutklumpen zu Pflanzentyp zählen. Ich weiß es nicht. Du bist auf jeden Fall keine Pflanze. Denn du bist tot. Halt! Lebendig hat eine Seele, ne. Definitiv keine Pflanze. Ah, schön. Rundumschaden und Angriffstempo, nein. Also dürfte jetzt eigentlich nichts ausmachen, oder? Ne, ich krieg tatsächlich nicht mehr dafür.